Herzlich willkommen, meine Freunde, zur letzten Episode des Nerim Let's Plays. Es wird zwar hier und da noch ein extra Video geben, wo ich die Beschwörungen zeige und das Schmiedesystem, aber zum Let's Play ist das hier der letzte offizielle Rest. Wie man sehen kann, ich kommentiere im Nachhinein hier die ganze Sache, weil ich ziemlich viele kleine Aufnahmen gemacht habe, die ich zusammengeworfen habe, um alles schön zusammenzufassen. Als erstes besuchen wir hier ein paar Ruinen, beziehungsweise genau zwei Stück. Einmal das hier, die Ruinen von Ralgien, oder wie die nochmal heißen. Da ich das zwar entdeckt hatte auf der Karte, aber dann nicht drinnen war, genauso wie mit dem Turm der Gräfin Sapho, ich hätte schwören können, dass ich drin war. Nope, war ich nicht. Ich hatte ihn nur auf der Karte entdeckt, aber das waren, soweit ich das richtig gesehen hatte, die zwei einzigen Dungeons, die ich bisher nicht so wirklich durchsucht hatte, beziehungsweise gar nicht drin war. Und ja, man kann ja sehen, hier bei den einen Ruinen, das ist eher eine Höhle mit ein paar Goblins. Am Anfang waren da noch ein paar Banditen, aber ansonsten ganz nett zusammengestrickt, aber jetzt nichts so sehr Besonderes, dass ich mir selbst in den Arsch beißen würde und sagen würde, oh nein, total verpasst, Weltuntergang. Alles ist gut, alles ist super. Hier ist auch ein Nerim-Zeichen. Und dann wären wir hier jetzt beim Turm. Da habe ich schon alle Monster erledigt und mache eher so eine kleine Kamerafahrt, wie es da drin ausgesehen hat. Den fand ich dann wiederum ganz cool mit den Särgen und wie alles da drin so verbrettert ist. Im Anschluss, nach diesen zwei Dungeons, die ich jetzt noch nachgeholt habe, kommen dann die ganzen Nerim-Zeichen, die ich nacheinander eingesammelt habe, in relativ schneller Reihenfolge. Meistens kann man auch an der Minimap rechts unten im Bild dann erkennen, wo ungefähr ich das Ding eingesammelt habe, wo das genau zu finden war. Und da lasse ich euch dann auch ein bisschen alleine mit etwas Musik. Und danach werden wir noch zwei, drei Orte besuchen, die ihr mir dann im Laufe der Folgen noch vorgeschlagen hattet, die man sich vielleicht etwas ansehen kann, so Freiluftorte, keine Dungeons jetzt, weil die haben wir ja durch. Im Anschluss spiele ich dann noch ein bisschen mit Achievements rum, aber ich sammle nur nochmal zwei Stück. Da kann ich auch jetzt schon sagen, dass ich einen Großteil der Achievements, die ich noch nicht hatte, bewusst weggelassen habe, weil das einfach Achievements waren, wofür man andere Leute töten muss und so weiter. Und Sana ist einfach nicht der Charakter, der so etwas tun würde. Ja, deswegen habe ich darauf verzichtet. Hier beginnen jetzt die Nerim-Zeichen. Unsere Straße, unser Weg bis zur vollständigen 100er Zahl. Und dann ganz am Ende werde ich nochmal kurz meine Statistiken zeigen. Thank you.
Nähern uns langsam dem Ende der ganzen Nerim-Zeichen-Sammelaktion. Ich wollte nur noch mal am Ende kurz ein bisschen anhängen, wie ich denn das gemacht habe. Ich muss sagen, vier oder fünf Nerim-Zeichen hatte ich hier noch auf Zetteln stehen, wo ihr mich irgendwann mal im Laufe des Let's Plays über die Jahre darauf hingewiesen habt, wo es die zu finden gibt. Die hatte ich ganz am Anfang jetzt nachgeholt, größtenteils zumindest. Dann hatte ich, bis ich ungefähr bei Nerim-Zeichen 92 war, die Dinger selbstständig gefunden und danach musste ich einfach online in verschiedenen Listen nachgucken und dann bin ich so viele Dungeons nochmal durchgelaufen, weil ich ja nicht genau wusste, in welchem Dungeon ich jetzt wo ein Nerim-Zeichen verpasst hatte. Das war ein riesiger Krampf und hat ziemlich lange gedauert, aber nichtsdestotrotz, ich bin stolz darauf, schön alle Zeichen eingesammelt zu haben. Manch einer denkt vielleicht, es war ein bisschen unnötig, weil es sind ja nur irgendwelche Zeichen. Aber für mich, weil ich immer so gründlich am Erkunden war, dachte ich mir, das muss ich als Erkundungsbelohnung für mich selbst gesammelt haben. Und hier am Ende, das 100. Nerim-Zeichen ist ein bisschen was Besonderes, da man sich das per Mod hinzufügen muss, da hat jemand vom Shurei-Team extra eine Mod erstellt, die das 100. Nerim-Zeichen einfügt. Und das befindet sich hier, in den Eisenfeuerhallen. Wow! 100 Symbole gefunden? Meine Freunde, das war's! Vollständig alle Zeichen abkassiert. Jetzt kommen noch die zwei Ausflugsorte, die ich für euch bereit hatte. Das war einmal hier auf der Nebelturminsel im Osten, da bin ich einmal auf einen Brief gestoßen, nur der Kapitän hat den Schlüssel. Und eine Truhe mit einem sehr schweren Schloss, das man nur oder hauptsächlich mit einem Schlüssel öffnen sollte. Funktioniert aber auch so, wie man sieht. 200 Münzen, ein Goldbarren, ganz brauchbar. Und dann gab es noch weiter im Osten der Insel, wenn man der Landzunge folgt, ein ganz nett aussehendes, größeres Schiff. Und wenn man sich der ganzen Gegner da entledigt hat, weil da sind ja so einige, dann befinden sich hinter dem Schiff drei Gräber. Hier auch noch mit austretendem Wasser. Wunderschön! Und in diesen drei Gräbern, komischerweise in zwei von den dreien, gibt es diesen Schatztruhenschlüssel hier in dem ersten Grab und gleich danach nochmal in dem zweiten. Und das dritte hat nur noch ein bisschen zusätzliches Gold gehabt. Das wäre wahrscheinlich so der normale, in Anführungszeichen, Vorgang, wenn man die Schlüssel sammelt und dann zur Truhe läuft. Ein nettes, gestrandetes Schiff hier nochmal. Am Rande der Karte. Und hier das Schild, was ich nicht eingesammelt hatte in der einen Höhle. Wenn man das macht, wie wir sehen, gibt es hier dann so ein olles Skelett. Den sogenannten Beschwörungs-Dämonen-Beschwörer. Oh mein Gott, so böse, so crazy. Ja, bitteschön. So ein kleines Mini-Event, nicht wirklich ein kleiner Spawn. Dann aber hier, was ich dann interessant fand. Das habe ich dann selbst nochmal rausgefunden, weil ich selbst zufällig in der Nähe war. Der liebe Boddenbrook hockt hier. Dorian van Boddenbrook. Die Boddenbrook kennen wir ja noch, die olle Schuhfanatikerin. Ihr Bruder, glaube ich, soll das sein oder irgendwie sowas. Der hat hier den Platz eingenommen in Erodin. Dann war ich nochmal in der Shurei Facility. In dem Versteck von Shurei, da gibt es ja dieses eine Bild, was sich immer zu dreht, dieses wunderschöne Bild. Ein Easter Egg im Easter Egg quasi. Wenn man auf dieses Bild mit einem Pfeil schießt, dann kommt da das sogenannte Killerküken zum Vorschein. Ich weiß nicht, ob man mit dem was machen kann. Wenn man es tötet, dann hat es ein paar Münzen und sowas. Und das war's. Ein paar Achievements noch. Ich hatte einen Tresorschlüssel gefunden bei meinen Suchen nach den Nerim-Zeichen. Da gab es den Erfolg Bankräuber ab 7 geöffneten Tresorfächern. Dann gibt es noch einen weiteren Erfolg.
für 14 geöffnete Tresorfächer, aber die hatte ich jetzt nicht. Das Achievement hier habe ich nochmal reingenommen, weil das nicht ganz so einfach zu bekommen ist. Und zwar überlebe mit einem einzigen Lebenspunkt. Da habe ich Katharsis, um Krankheiten zu heilen, ganz oft gecastet. Das zieht immer 90 Lebenspunkte ab insgesamt. Hier hatte ich jetzt noch insgesamt 36 Lebenspunkte. Meine Ausrüstung gibt mir mehr als 36 Lebenspunkte. Alles komplett ablegen, weil man kann sich nicht selbst töten, wenn man Ausrüstung ablegt. Und dann ein Lebenspunkt. Damit wird dann überlebt. Man hat den Sound gehört. Links oben wurde es nicht angezeigt, weil ich zu viel getragen habe. Und tada! Todesangst war ein bisschen kniffliger. Deswegen nochmal extra hier mit reingenommen. Und hier, wie ich bereits gesagt hatte, es passt einfach nicht zu Sanaa. Ich habe hier so ein bisschen angefangen, mal Erotin auszulöschen. Wahrscheinlich gibt es auch praktischere Orte, wo man unschuldige Mitbürger vernichten könnte. Aber ich dachte mir einfach, okay, nachdem ich das erste Achievement hatte, Kopfgeld von 5000, ist nicht so mein Fall. Die Achievements lasse ich lieber bewusst weg. Und hier am Ende nochmal die Statistiken zur kleinen Übersicht. Darum wurde ich auch schon gebeten, irgendwann mitten im Let's Play. Ich dachte mir, es passt besser, wenn ich ganz am Ende mal alles zeige. Und zwar einmal hier kurz durch die Achievements scrollen. Wie man auch jetzt am Anfang gesehen hat, ich weiß nicht, ob das ganz am Anfang stand oder jetzt gleich am Ende der Liste kommt, 120 Stunden Nerim, so das höchste Zeitinvestment-Achievement haben wir bekommen. Insgesamt hatten wir eine Spielzeit von 123 oder 126 Stunden. Stufe 47, 49 ungenutzte Lernpunkte, weil ich es einfach nicht gebraucht habe. Da könnte man jetzt noch ein paar Skills pushen, wenn man wollen würde. Hier sind meine Lebenspunkte, Mana und so weiter. Ich habe am Ende nochmal das Schattengott-Set angezogen, weil das eigentliche Set ist, was ich normalerweise die ganze Zeit getragen hätte. Das Schild ist jetzt nicht unbedingt mein Bestes, aber das mit dem Totenschädel fand ich passt ganz gut dazu. Die sonstigen Statistiken und Werte hier, also meine Attribute. Stärke habe ich fast auf die 100 geschafft. Dafür hat es nicht mehr ganz gereicht. Aber ansonsten Konstitution, Lebenspunkte voll uff geladen. Und weil wir ursprünglich ein Magiercharakter waren, obwohl ich eigentlich von Anfang an immer relativ gemixt habe, ist die Intelligenz als erstes auf die 100 gekommen. Und ja, von den Skills her hier, Schwertkampf nicht so sonderlich. Ihr wisst ja, was ich eigentlich geskillt habe. Stumpfe Waffen und schwere Rüstung beiß ich mir selbst ein bisschen in den Arsch, weil das gerade noch so nicht ganz für die 100 gereicht hat. Beschwörung auf 100, Handwerk auch, sodass ich euch alles schmieden und zeigen kann später. Zerstörung auch, weil es mein Hauptangriffskill war mit der Magieart. Und ansonsten sind alle anderen Werte außer Wiederherstellung ziemlich weit unten, weil sie nicht so wichtig für mich waren. Hier allgemeine Statistiken, was gab es denn sonst noch so für Kram zu sehen? Verstrichene Tage 73, ich hätte ehrlich gesagt, dass wir da mehr Zeit drin verbracht hätten, in dieser wahnsinnig großen Welt. Real-Life-Zeit waren es ja 3,5 Jahre, also von daher. Gestohlene Reittiere, natürlich 0. Fast 1000 Tränke zubereitet, ich kann es selbst kaum glauben. Reittiere in Besitz, selbstverständlich nur 1. Bonnie reicht für alles. Bonnie 0,5 PS, bestes Reittier ever. Gelesene Bücher, fast 500, leider nicht ganz gereicht. Und von den insgesamt gesammelten Erfahrungspunkten fast sogar die Millionen ergattert. Handwerkskunst schmieden, 50 bis 100 ist ausgegraut. Ich weiß nicht genau warum, weil ich Handwerkskunst eigentlich locker auf 100 habe, deswegen wundere ich mich. Vielleicht muss ich einmal alles schmieden, damit das auch richtig angezeigt wird. Bank habe ich nie benutzt, alle Zauber gerade nutzbar, magische Symbole gefunden. 100, alles ist super, alles ist toll. Das war's, meine Freunde. Das war Nerim. Freut mich, dass ihr dabei wart. Ein paar Sachen werden noch dazu kommen, die Sonderfolgen, wie gesagt. Ein wunderschönes, riesiges Let's Play war es. Jetzt können wir erstmal eine Runde Tränen vergießen gehen. Meine Freunde, es hat mich gefreut, dass ihr auf der Reise durch die wunderbare und zauberhafte Welt von Nerim dabei wart.